Mensch und Natur. Hoppala, ja. Du Schuft. Ich habe mal das Bett umgebaut. Und ja, ist jetzt eine Zwei-Mann-Version. Oh, zwei Mann passen locker runter. Keine vier Mann mehr. Ja, und hat jetzt hier so eine Schrägdachform. Und eine Süd-Nord-Ausrichtung oder Nord-Süd, wie man es sehen möchte. Und ich habe die Giebel mal modulare zugemacht. Man kann das jetzt hier aufmachen und wieder zu, wieder auf. Je nachdem, ob man ein kleines Lüftchen da drin haben möchte. Man kann auch pupen, dann hat man auch ein kleines Lüftchen. Ja, das Wort Pup übrigens kommt aus dem Altdeutschen und heißt so viel wie Wind. So. Im Winter kann man das zumachen. So, da oben die Ecke mache ich auch noch zu. Und der kleine Raum da drinnen, der ist halt so energetisch gesehen besser zu bewirtschaften. Und zwar mit der eigenen Körperwärme. War das jetzt ein schön duster hier drin, ne? So, hier sieht man es nochmal von drin. Ja, hier kann man sie auch bequem hinsetzen, wenn man mit dem Rücken zur Wand ist. Aber auch so müsste das funktionieren. Steigen wir mal rein. Rup. Na klar, funktioniert wunderbar. Kann man sich sogar gegenüber sitzen, wenn man mag. Ja, ich mal gucken, dass ich hier noch einen Griff ran mache von innen, damit man das auch aufschieben kann. Ja. Und ja, auch hier unten habe ich mal was einfallen lassen. Hallo. Ha, da geht's nach draußen. Nee, ist hier nur eine, genau, auch so eine Schiebeklappe. Gelle. Die man aufmachen kann. Wenn hier mal ein bisschen kalte Luft rein soll, und dann hat man hier so eine Art Schornsteineffekt, ne? Warme Luft haut da oben ab und neue frische Luft kommt von hier unten rein, also hier erstickt man auch nicht drin. Ja, und dann kann nämlich der Heizkörper im Schlafzimmer ausbleiben im Winter. Und das bisschen Wärme, was wir brauchen, ja, das holen wir uns dann von unserem Körper, der will ja seine Wärme sowieso loswerden und so weiter und so fort. So, dann kommt hier wieder die Decke vor. Eine schöne dicke Frotti-Decke. Und ja, dann kann mal der Winterschlaf kommen. Jo. Ja, und was soll ich noch sagen? Nachmachen, Energie sparen, gelle, ja, wer braucht denn schon so ein riesen Schlafzimmer hier? Ja, das reicht, das ist ab heute mein Schlafzimmer und hier kann ich den Platz noch anderweitig nutzen, wenn ich mag. Ja, also hier sind viele offene Ideen noch. Ja, und die müssen wir denn mal umsetzen mit dem, was wir hier haben. Hm. Ja, in diesem Sinne. Oh, hier fliegt aber viel rum. Viel Staub. Oh, nicht so gut. Guti, na denn. Ciao und abschalten.